Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und das mache ich nicht alleine, sondern mit Tommy the Man. Den dürftet ihr vielleicht von meinem alten Kanal noch kennen, als wir 500 Jumps to Success gespielt haben. Das Projekt ist allerdings nie fertig geworden. Ja, hatte Gründe, zum Beispiel sein Internet und so. Aber jetzt will ich erstmal dich zu Wort kommen lassen. Sag mal was. So, hallöchen. Manche werden mich bestimmt kennen aus dem 500 Jumps to Success, genau, so wie Basti es gerade gesagt hat. Ich war relativ lange inaktiv, das hing aber damit zusammen, dass ich umgezogen bin. Jetzt habe ich auch ein Internet, mit dem der Basti und ich wirklich gescheit aufnehmen können, und... Olé. Ja, wir spielen die Map It's Better Together, und hier ist ein Knopf. Ich stelle mal kurz die Geräusche nochmal auf ganz laut, vielleicht hört ihr das dann. Hat es jemand erkannt? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Wir verraten nicht, was es war, oder Thomas? Ach, was? Ja, gell, die sollen sich hier in den Kommentaren mal einen abschreiben. Egal, wir beginnen jetzt einfach mal hier mit Don't Feed the Squids. Ja, wir dürfen hier diese tentakligen Viecher nicht füttern. Okay. Schade drum. Ja, dann lese ich mal. Kannst du besser Englisch als ich? Naja, ist egal. It's Better Together MC Version 1.7.3. Das ist schon eine sehr alte Map, sage ich mal. Die ist aus der Beta 1.7.3. Und ja, wir sind jetzt gerade bei der 1.4.2 angelangt. Hey and welcome to my second puzzle adventure map. Before going on, I want to thank everyone who played my previous map Brines of Minecraft here. Ja, die kenne ich jetzt nicht, aber trotzdem, bitteschön. This map is especially made to play with two people. Sind wir zu zweit hier? Ich glaube schon. So take a look around and see if you can find another person who wants to play with you and that no more players are present. Ja, wir sind zu zweit, das reicht vollkommen. Glück gehabt. Ja, lest du mal die Regeln. Hier, da, da. Now for the rules of this map. First, don't break blocks, mine, parts or whatsoever. Second, only use item and chests, buttons, levers, dispenser, etc. If you do, don't blame me for puzzles that aren't working, which happened a lot in my previous map. Oh, das ist hart. Third, no mods, no cheats, no hacks, etc. Ist ja klar, machen wir eh nicht. Fourth, burning is allowed. Boah, ich darf dich abfackeln. Nein, Mann. Das heißt, dass wir irgendwas abbrennen dürfen, zum Beispiel die Wolle oder so, glaube ich. Oder andere Spieler. Nein! Okay. Oh. Aua. Verdammt, ich sollte PvP ausmachen. Enjoying, it is allowed. Lies mal die Map Options vor. Difficulty auf Peaceful. Dürfte ich, glaube ich, haben. Muss ich noch gucken? Ja, habe ich. Ja, das ist eine Server-Einstellung, Thomas. Das ist nicht. Ach so, das hast du. Ups, ja, was denn? Ich habe das noch nicht so oft gemacht. Okay. Render Distance on Short. Okay, dann gebe ich mal Optionen. Grafikeinstellungen, Render Distance normal. Dann gehe ich mal auf Short. Machst du auch mal, Thomas? Ja, habe ich gemacht. Gut, dann Creepers. Was? Creepers exploding and running the puzzles. Ach so, ja, das hat noch zu der ersten hier gehört. Report any bugs, bla 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 in the Forum. Wir sollen es ihnen wissen lassen, wenn wir ein Video auf YouTube machen. Machen wir gerade. Hier, guck zu. Now follow the path and go up the ladder to start your adventure. Good luck. Okay, let's go, Thomas. Aber ich habe irgendwie doch die Verlockung, jetzt diese Tintenfische zu füttern. Ich gehe mal hier hoch, an der Seite. Du gehst da hoch, gut, dann gehe ich da hoch. Tut. Okay, ja. Let's go. Es dauert jetzt erstmal eine halbe Ewigkeit, bis wir oben sind. Und dann ist die Adventure Map auch schon zu Ende. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Okay, bist du Player 1? Ich bin Player 1. Dann bin ich Player 2. Okay, gehen wir da mal rein. Da ist ein Knopf. Geh mal rein. Jupp, drück mal. Gedrückt.
Ups, ich komm nicht raus. Ah. Welcome today, we are going to clone your body. What the fuck, scanning body? Wow! Ich will nicht sterben. Hallo Thomas. Okay. Wow, wait noch mal tiefer. Es ist auf jeden Fall lustig gemacht, das muss man... Au, hey! Ich werde gerade kaputt gemacht. Oh, Thomas. Ich kann nichts tun. Thomas stirbt. Sterbe. Verdammt. You died. Wo bist du wieder gespawnt? Da bei den Betten? Respawn. Ich bin bei den Betten, wo bist du? Okay, dann mache ich mal kurz, hier, Game Mode 1, gebe ich mir, ich porte dich mal auf diese Seite. TP Tommy the Man Busty. Wie asozial, ey. So. Gut, vielen Dank, passt. Bin ich auch da. Dann mache ich hier dazu. Das war nämlich zu. Und bei uns steht immer das gleiche. Nehme ich an. Wir haben hier ein Bett. Ich würde sagen, zuallererst mal pennen, damit du hier wieder respawnst. Genau. Also erstmal die Time hier auf Nacht machen. Und dann sollen wir das dann alles lesen. Auf Thomas muss schlafen. Ich lieg okay, im Bett. Gut. Ich habe geschlafen. Soll ich vorlesen? Lest du mal vor. Du lest die erste Zeile, also die erste Reihe von Schildern. Ich glaube, das geht ja von rechts nach links. Ja, passt. Mal. Genau. Von links nach rechts. I was exciting. Expecting a monkey. You don't even look like a monkey. Oh well. Hello, welcome to the Floody Fosh Elon Creation Center. 50,000 people used to work here. Now it's a fully computer-controlled main facility where clones are created and tested to use them for scientific purposes. Allow myself to introduce myself. Well, my name is Klarfosch. And I'm monitoring this facility. As you probably just noticed, the clone has been made of you. Before we start with testing, I'll have to inform you some things. First, you will stay forever in this facility. We can't let you go because the last person that left this building caused a pandemic since he was infected here by a deadly virus. Second, you will be awarded with a cake at the end of these tests, probably some tumors too, but don't worry, well, cut those out. I won't give you any armor to protect your body from injury or infection, since power armor's for pussies. Now enough chit chat, let's go to the first test chamber. We have lots of tests to do. Good luck. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir durch die Türe durch, drücken auf den Knopf, aber diesmal nicht sterben, Thomas. Wow. Ich will nicht sterben. Okay. Okay. Es steht hier, don't panic, I made this first test really easy. I think it's even easier popping bubble wrap. Besides that, the clone is with you and they say that two heads are better than one. In your case, on would be better than more. Okay, komm mal hier. Hallo, hallo. Hi. Hier steht auch eine fette 1. Was steht hier? Wow. Ui, die Türen gehen auf. Okay. Crowbar would come in the hand right about now. Who? Gut, I'm weiter geht's. Mit, einfach weitergehen. I've never ich bin schon weitergekommen. Gut. Hallo. Hallo und jetzt? Ach so. Wahrscheinlich wieder den Schalter drücken gleichzeitig. Warte. Moment, okay. Drei, eins. Zwei. Eins. Ja. Ah. Bin durch. Hallo Thomas. Auch. Oder, ja, ich habe eine Kiste. Was ist da drin? Ein Paper. Okay. Jetzt können wir uns einen Joint drehen. Thomas, du kannst da hoch. Okay, Moment. So, vielen Dank. Dann ist es an der Zeit, dass ich diesen Taster drücke. Oder? Ich weiß nicht. Warte. Ah, nein, nein, nein. Warte. Muss ich das Paper da durchschmeißen? Ja, schmeiß das Paper mal da durch. Und jetzt, wie komme ich da hoch? Ah, da, du musst runterspringen. Da bei dir ist auch eine Pressure Plate, glaube ich. Ja, da draufstehen, dann gehe ich jetzt hoch, hol das Paper.
Und du legst es drauf. Ja. Das ist ja mal praktisch. Das ist nicht draufgelegt. So. Und jetzt können wir beide durch. Ups. Gerade Frame einbrechen. Du gehst hoch. So. Komm, du kannst gut, hoch. Dann komm ich hoch. Zack. Und Schalter wieder. 3, 2, 1. Ja, wunderbar. Okay, dieser Klarfosch. Okay. Oh, guck gut, mal hier. Gut. Da. Das heißt, ich hüpf darüber. Da ist eine Platte. Okay, nee, ich glaube, du musst nochmal zurück. Du musst mich erst darüber lassen. Geh nochmal zurück. Okay. Ja, so, da kriegst du eine Leiter. Ja, nicht gesehen, wa? So, dann gehe ich mal auf die Plate. Dann darf ich springen. Dann ist die offen. Okay. Gut. So, und jetzt? Hä? Ist da vorne was? Hä? Warte, ich steh nochmal da hinten drauf. Da tut sich nur hier was. Okay, warte mal. Da hinten, ganz hinten ist auch nochmal, das habe ich nicht gesehen. So, stelle ich ganz hinten drauf. Dann kann ich jetzt hier rüber. Ja, habe ich. Dann gehe ich hier rein. Du kannst wieder zurück, glaube ich. Oh, jetzt müssen wir alles nochmal von vorne machen. Thomas! Frame-Einbruch! Das war ein Frame-Einbruch, ich kann nichts dafür. Okay, pass auf. Ich muss zuerst rein, gell? Sag mir, wenn du drüben bist. Jetzt. Gut. Dann ich rüber. Reingehen. Wow. Hopp. Dann du rein. Holla, die Weißfee. Jetzt du. Und jetzt kannst du rübergehen. Yay! Gut. Yay. 3, 2, 1. Ja, gut, hat gepasst. So. okay. Hier, ja, da sind verschiedene Schalter. Bei mir. Ich glaube, wir müssen das so machen, dass wir alle ankriegen. Dass alle an sind. Ich mache jetzt einfach mal das hier. Bei mir brennt gerade keine. Brennt bei dir eine? Bei mir brennen zwei. Ich guck gerade, dass bei mir... Okay, jetzt brennt bei mir auch zwei. Ah. Warte, dann mache ich hier. Mal. Zack, zack, was gebracht? Nee, es ist die aus. Warte mal. Mach mal, das warte, will warte. Ich. Einer hoch, einer runter, einer hoch, einer runter, nicht so. Irgendein Muster. Also bei mir brennen jetzt zwei, drei, ne, ein, warte. Bei mir brennt nur noch eine. Machen wir das mal weg. Ach nö, ich hasse so Redstone-Regeln. Die brennen. Warte mal, mach mal alle hoch. Rein. Okay, Moment. Hallo. Zack, alle hoch. Und dann, So, wenn alle oben sind, brennt bei mir ganz links und ganz rechts. Bei mir brennt das in der Mitte links. Gut, dann werde ich jetzt mal bei mir den äußersten hier aktivieren. Passiert da bei dir was? Mein ganz rechts äußerer ist aus. Also der Schalter... Den lasse ich oben. Also das Ding... Da, nee, dann ist was? Ja meine aus. Hä? Was brennt jetzt bei dir alles? Bei mir brennt nur noch das hier, wo okay, ich hüpfe. Okay, dann mache ich mal den hier wieder so. Wer... Genau, jetzt ist der wieder an. Mach mal die mittleren an. Ich meine runter. So. Vielen Dank. Und das mittlere andere auch. Gut. Bei mir brennt jetzt gut. Alles. Was dann brennt bei dir hier nicht? Da, wo ich bin. Okay. Aktiviert. Hier, wo ich bin. Und gut, den aktiviert. Noch. Und den hier. Ey! Okay. Gott. Need a dispenser hier steht da. Okay, da oben müssen ist Dispenser. Yeah. Gut. Was passiert, wenn ich hier? Da geht da hin. Guck mal, du musst da, glaube ich, springen. Nein, da hinten. Da hinten. Was? Und was ist wahr so. In der Kiste? Wieder ein Paper. Gehst du da hin? So. Ah, verdammt. Warte. Mist. Das reicht. Nee, das ist, glaube ich, falsch. Hm? Ah. Ich glaube, ich kann dir das Paper rüberschmeißen, dass wir das zweite Ding aktivieren können. Das wäre möglich. Wir gucken einfach mal hoch. Ja. Yep. Was da ist. Okay. Das ist jetzt doof, weil da ist ein Ofen. Nee, das ist, glaube ich, aber du kannst es bestimmt aus dem Ofen nehmen. Dispenser. Was das heißt, was mache ich damit jetzt, wenn ich da hinschmeiße? So reingeschmiert?
Kommt's raus? Nee. Ah, Thomas, da. Aber ich würde sagen, wie das Rätsel hier weitergeht, das finden wir in der nächsten Folge raus. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, jeden zweiten Tag um 18 Uhr. Bis zur nächsten Folge. Euer Basti und... Tommy the Man. Ciao.